Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen bei uns im Tiroler Landtag. Ja, vorweg vielen Dank an die Liste Fritz für dieses wirklich wichtige und brennende Thema. Es habt ja den Titel der Aktuellen Stunde ganz elegant in einer Frage verpackt und ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich bin schon gespannt, wer allein durch, ob wir heute Antworten von der zuständigen Gesundheitslandesrätin dann auch bekommen. Zugegebenermaßen ist der Gesundheitsbereich einer der komplexesten, wenn nicht der komplexeste Themenbereich überhaupt, der in die Zuständigkeit des Tiroler Landtags fällt. Dementsprechend groß sind die Herausforderungen und vielseitig auch die Problemstellungen. Fakt ist, und so haben wir das auch vor wenigen Wochen in einer Presseaussendung kommuniziert, unser Gesundheitssystem ist selbst zum Patienten geworden. Und das nicht zu einem Patienten mit einem leichten Schnupfen, sondern zu einem Patienten mit mehreren schweren Frakturen, die logischerweise wieder dringend zusammengeflickt werden müssen. Meiner Meinung nach steht jedes funktionierende Gesundheitssystem auf drei tragenden Säulen. Das ist erstens die Säule der Prävention, zweitens die Säule des niedergelassenen ambulanten Bereichs und drittens die Säule des stationären Bereichs. Und wenn einer dieser drei Säulen nachlässt, schwächelt, dann wird die Last sofort auf die anderen zwei Säulen übertragen. Die gesamte Statik verliert ihre Stabilität und das Gebäude droht dann früher oder später einzustürzen. Schauen wir uns also in aller Kürze an, wie es um diese drei Säulen steht. Also vorweg beginne ich mit der Säule der Prävention. Erst vor wenigen Tagen, nämlich am 29. Jänner, bin ich auf einen interessanten Artikel in der Tiroler Tageszeitung gestoßen, wo es unter anderem um die sogenannte Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung gegangen ist. Es geht also darum, wie gut die Österreicherinnen und Österreicher sind, die Dringlichkeit ihrer Erkrankung einzuschätzen. Und ich war dann schon erstaunt, als ich in dem Artikel gelesen habe, dass wir in Österreich in diesem EU-weiten Ranking nur den vorletzten Platz belegen. Das heißt in der Praxis nämlich, dass auf der einen Seite sehr, sehr viele viel zu früh ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und auf der anderen Seite viel zu spät. Und beides ist natürlich giftig für unser Gesundheitssystem. Und das soll jetzt überhaupt kein Vorwurf an niemanden sein. Wir alle werden das aus eigener Erfahrung kennen, gerade die Papas und Mamas unter uns, wenn dann vielleicht die kleinen Kinder über einen längeren Zeitraum krank sein, hoch hinauffiebern, dann die Entscheidung zu treffen, ja, rufe ich jetzt einen Arzt, dann fahre ich vielleicht sogar in die Klinik oder schaue ich selber nur, dass ich das Fieber senke. Das ist gar nicht so einfach. Umso wichtiger wird sein, dass wir da sozusagen Grundlagenprävention betreiben, wesentlich mehr und versuchen den Menschen zu vermitteln, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenngleich, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, der Grundsatz, lieber einmal zu früh zum Arzt als einmal zu spät zum Arzt, der darf niemals die Gültigkeit und die Berechtigung verlieren. Vor allem der Ausbau der Tele- oder noch besser Videomedizin könnte bei dem Problem wirklich enorm helfen. Heutzutage hat jeder ein Handy, auf jedem Handy ist eine gute Kamera drauf und es wäre doch sinnvoll, wenn ich heute bei einem Arzt anrufen kann und den nicht nur höre und vor allem mich der Arzt nicht nur hört, sondern wenn ich den auch sehe, wenn ich dem meine Verletzung sagen kann oder dem Patienten sagen kann, das macht es ja dann auch für den Arzt wesentlich leichter zu entscheiden, welche weiteren Schritte jetzt einzuleiten sind. Und es würden sich auch Situationen aufhören, wenn halt um 4 in der Früh der Notarzt ausrücken muss mit der Information, da hat sich jemand einen Finger abgeschnitten. Nachher kommen sie hin und finden einen leicht angetrunkenen Herrn vor, der sich halt im Finger geschnitten hat. Auch solche Dinge passieren und wären mit so einem Videomedizinsystem vermeidbar. Auch wenn wir uns die Statistik der Todesfälle in Österreich anschauen, dann wird deutlich, dass wir vor allem im Bereich der Prävention noch massiven Aufholbedarf haben. 40% der Todesfälle in Österreich sind auf verhaltensbedingte Lebensweisen wie Rauchen, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung zurückzuführen. Somit stehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor Krebs ganz oben auf dieser Liste. Wir wissen auch, dass psychische Probleme oft Auslöser von schweren Krankheiten sein können. Und in diesem Zusammenhang will und kann ich es euch nicht ersparen, noch einmal an die Corona-Maßnahmen zu denken, was man da der österreichischen Bevölkerung, insbesondere den Jungen, angetan hat. Mittlerweile seien sich zumindest fast alle einig, dass Maßnahmen wie Schulschließungen und Impfzwang massive Fehler waren, die auf der einen Seite überhaupt keinen positiven Effekt auf das Infektionsgeschehen gehabt haben,
aber auf der anderen Seite natürlich einen immensen Schaden angerichtet haben. Stichwort Bewegungsmangel, Stichwort psychische Gesundheit. Ich darf also festhalten, die Säule der Prävention steht alles andere als stabil da. Dann zur zweiten Säule, der niedergelassene ambulante Bereich. Da will ich noch einmal das Beispiel erwähnen, was die Kollegin Haselmann-Schneider schon erwähnt hat. Anfang Jänner vor einer Lienzer Augenarztpraxis eine irrsinnig lange Schlange, wo sich Menschen teilweise schon um 5:30 in der Früh angestellt haben, um einen Termin beim Augenarzt zu ergattern. Also das muss man, also ich persönlich, ja, die Schülerinnen und Schüler werden mir vielleicht recht geben, solche Szenen kennen wir, wenn ein neues iPhone auf den Markt kommt oder vom Black Friday, wenn sich dann halt hunderte Leute vor diversen Geschäften versammeln, um die besten Rabattaktionen zu ergattern. Aber unser Gesundheitssystem darf bitte nicht zu einem First-Come, First-Serve-Prinzip verkommen. Jeder, der einen Termin beim Arzt braucht, egal welchen Arzt, der muss diesen Termin in einer halbwegs vernünftigen Zeit bekommen. Und jene, den schneller brauchen, die müssen natürlich den dann auch schneller bekommen. Jedenfalls stehen derartige Warteschlangen sinnbildlich auch für den Ärztemangel und die chronische Unterversorgung, den wir in vielen Bereichen erleben. Und diesen Versorgungsengpass, den betrifft ja schon lange nicht nur mehr den ländlichen Raum. Mit Stand Jänner waren in Tirol 37 Stellen der österreichischen Gesundheitskasse unbesetzt. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Hinhören nicht viel, 37, aber man muss ja auch bedenken, dass hinter jeder dieser 37 Stellen zigtausende potenzielle Patienten stehen, die aktuell unterversorgt sein. Ich bin ja im Olympischen Dorf aufgewachsen und ich kann mich noch relativ gut erinnern, wie das vor ungefähr 30 Jahren war, wo ich selber noch ein Kind war. Wir waren 7 Kinder und wie es halt oft einmal so ist, wird halt dann nicht nur ein Kind krank, sondern gleich mal 2, 3, 4. Und damals, also vor über 30 Jahren oder ungefähr 30 Jahren, da hat meine Mama nicht mit 4, 5 Kinder, kranke Kinder zum Kinderarzt laufen müssen, sondern der hat den Dr. Bieber angerufen, der hat wirklich so geheißen, Dr. Bieber. Und der Dr. Bieber ist am gleichen Tag noch, am späten Nachmittag oder am Abend zu uns gekommen, hat uns zu Hause untersucht und gegebenenfalls Medikamente da lassen oder verschrieben. Jetzt gibt es heute noch eine Kinderärztin im Olympischen Dorf, aber natürlich ist die Nachfrage in den letzten 30 Jahren auch dementsprechend gestiegen und schon lange aus dem Grund sind solche Hausbesuche überhaupt nicht mehr bewältigbar. Damals und bis vor wenigen Monaten hat es im Olympischen Dorf 4 Hausärzte mit Kassenverträgen gegeben. Aktuell sind es leider mehr 2. Und der Umstand ist nicht nur für die Patienten ungut, sondern vor allem auch für die verbliebenen 2 Ärzte. Einer dieser beiden Ärzte, das ist der Dr. Hofer, der sich bereits im August des letzten Jahres mit einem dringenden Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt hat. Und diesen Hilferuf kann man heute nur auf der Startseite seiner Homepage nachlesen und Frau Präsidentin, ich bitte zitieren zu dürfen. Da steht, werte Patientinnen, werte Patienten, aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung werde ich meine kassenärztliche Tätigkeit reduzieren. Es ist mir nicht mehr möglich, meiner Arbeit in gewohntem Umfang nachzugehen. Ich werde die Kassenstelle mit Frau Dr. Anna Marzak teilen. Dadurch können wir unsere Patienten zu den gewohnten Ordinationszeiten weiterhin betreuen. Unseren ursprünglichen Plan, die Patienten von Dr. Seber zu übernehmen, können wir nicht umsetzen. Wir haben mehrmals versucht, der Stadt Innsbruck, Herrn Bürgermeister Willi, den Verantwortlichen der ÖGK, ranghohen Vertretern der ÖVP Tirol und der Ärztekammer für Tirol die Problematik der medizinischen Versorgung im Olympischen Dorf aufzuzeigen. Wir können nicht 2 aus dem Stadtteil gewanderte Kassenarztstellen ersetzen. Auch wenn ich gesundheitlich völlig fit wäre, könnten wir die Menge an Patienten nicht bewältigen. Es wäre Ihnen und uns nicht zumutbar. Wir nehmen bis zum 8. August noch weitere Patienten in unsere Kartei auf und verfügen dann einen Aufnahmestopp. Toll, also ich glaube, mehr braucht man nicht dazu sagen. Meine Eltern wohnen seit dem Jahr 1983 im Olympischen Dorf, waren bis letztes Jahr immer gut versorgt da unten. Jetzt können sie im relativ hohen Alter mit dem Bus in die Reichenau zum Hausarzt fahren. Und gerade im Olympischen Dorf ist das eine besonders toxische Mischung, weil im Einzugsgebiet dort unten, Neuarzl und Olympisches Dorf, Neurum, wohnen ja weit mehr als 10.000 Menschen und es ist der Stadtteil mit dem höchsten Prozentsatz an Bewohnern, die über 65 Jahre alt sind. Und die können jetzt irgendwo im Stadtgebiet von Innsbruck sich einen Hausarzt suchen. Noch ein Beispiel, welches die Dramatik im ambulanten Bereich aufzeigt, das betrifft die völlig unzumutbaren Wartezeiten, auch da eine Geschichte, vergangenen September hat sich ein Herr aus Innsbruck bei mir gemeldet, dessen Vater vor 2 Jahren, also mitten in der Corona-Pandemie, an einem Dickdarmkarzinom verstorben ist. Im vergangenen Herbst ist dieser Herr dann zu seinem Hausarzt wegen massiven Schmerzen im Magen-Darm-Bereich und bei der Untersuchung hat man dann Blut im Stuhl festgestellt.
Und auch wenn jetzt andere Indikatoren keine Anomalien gezeigt haben, besteht der Verdacht auf ein Dickdarmkarzinom. Und sein Hausarzt hat ihn jetzt zu der Magen-Darm-Spiegelung geschickt. Den Termin hat er jetzt Ende Februar. Und jetzt versetzt euch einmal in Menschen, in Patienten, die Schmerzen haben, bei denen der Verdacht auf Krebs oder andere schwere Krankheit, ist ja in dem Zusammenhang völlig wurscht, besteht, und die dann monatelang auf die alles entscheidende Untersuchung warten müssen. Was das nicht nur für eine physische, sondern vor allem auch psychische Belastung ist, und deswegen brauchen wir uns wirklich nicht wundern, wenn sich dann immer mehr Menschen, die es sich leisten können, in die Privatversicherung wortwörtlich retten. Dann bleibt nur die dritte Säule, der stationäre Bereich, der meiner Meinung nach noch am besten dasteht von diesen drei Säulen. Aber die Defizite in der Prävention und im niedergelassenen Bereich, die schlagen sich natürlich auch immer mehr auf den stationären Bereich durch. Die Folge chronischer Personalmangel, Gangbetten, völlig überforderte und überarbeitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Medikamentenengpässe, nur um ein paar Probleme zu nennen. Die Glanzzeiten dieser drei Säulen, die sind jedenfalls vorbei, und wenn wir nicht bald mit der Renovierung anfangen, dann wird früher oder später einer dieser Säulen in sich zusammenbrechen. Unser aller Glück ist, dass diese drei Säulen auf einem extrem starken Fundament stehen, und das Fundament bilden zigtausende engagierte, fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bestens ausgebildet sein und wirklich jeden Tag alles in ihrer Macht Stehende tun, um halt das Beste aus unserem Gesundheitssystem noch herauszusaugen. Und dafür gebührt Ihnen allen unser größter Respekt und unsere größte Dankbarkeit. Ja, an Vorschlägen und Ideen, wie wir die Herausforderungen im Gesundheitsbereich bewältigen können, scheitert es nicht. Wir und andere bringen da regelmäßig Initiativen mit konkreten Forderungen ein, aber wenn halt dann der politische Wille der Regierenden fehlt, dann nutzt einem halt die ganze Kreativität überhaupt nichts. Insofern kann ich nur unsere bekannten Forderungen wiederholen, wieder einmal. Wir müssen wesentlich mehr im Bereich der Gesundheitsprävention tun, Sensibilisierung auf gesunde Ernährung, wesentlich mehr Bewegung und ganz wichtig, so wenig wie möglich psychische Belastungen, vor allem für unsere Jungen. Und dann ist noch lange nicht alles getan, aber wenn wir da einmal Erfolge haben, dann ist schon sehr viel im Bereich der Prävention getan. Wir müssen den niedergelassenen Bereich dringendst auf Vordermann bringen. Ja, wir brauchen einmal mehr Studienplätze, mehr Ausbildungsplätze, mehr Lehrpraxen, mehr Unterstützung und Anreize für Ärzte, dass sie sich dann auch in Tirol niederlassen und langfristig für unser Gesundheitssystem dann auch erhalten bleiben. Und wenn die Prävention und der ambulante Bereich funktionieren, dann bin ich überzeugt davon, dann funktioniert auch der stationäre Bereich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das Ganze jetzt nochmal sinnbildlich sozusagen zusammenfassen. Unser Gesundheitssystem hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem aufpolierten roten Ferrari hin zu einem schwarzen Fiat Panda Baujahr 1990 entwickelt, der aufgrund unzähliger Unfälle rundherum voll mit tiefen Kratzern und tiefer Dellen ist. Der Fiat Panda, der fährt noch so dahin, aber halt mit 4 Gängen und einer Höchstgeschwindigkeit von 1 km/h ist er erstens nicht mehr der schnellste und ohne Airbags, ohne Servolenkung ist er auch nicht mehr der sicherste. Und die Landesregierung tut seit Jahren nichts anderes, als wir mit dem Kratten durch die Gegend zu fahren, in der Hoffnung, dass er halt nicht noch einen Kratzer kriegt und dass er nicht noch einen Teil kriegt, damit das Auto dann irgendwann einmal wirklich ein Totalschaden und ein Fall für einen Autofriedhof ist. Und deshalb abschließend meine Bitte an die Landesregierung, fahrt mit dem Kratten in die nächste Werkstatt. Dort warten schon seit Jahren die Mechaniker und die Spengler der Opposition. Die polieren euch das Auto dann auf, die tun die Kratzer weg, die hauen die Dellen raus und dann verkauft das Auto so schnell wie möglich zu einem halbwegs anständigen Preis und dann verkauft das Auto zum halbwegs aufpassen, lasst mich fertig reden, und das Geld nehmt ihr dann her für die Anzahlung von einem neuen Auto, denn gerade, und da sind wir uns hoffentlich alle einig, gerade im Gesundheitsbereich haben sich die Tirolerinnen und Tiroler keinen alten schwarzen Fiat Panda verdient, wo man nicht weiß, wie viele Kilometer der noch dahin schnauft, sondern die haben sich einen neuen, schönen, schnellen und vor allem sicheren und zuverlässigen Wagen verdient.